Es ist so leise. Redet doch mal. Über Vegetarier und Veganer. Haben wir schon gemacht, schon, ne? Dings. Ja. Ich hab gestern Abend DSDS geguckt. Also Nacht. Ich hab mich so aufgeregt. Da war so eine Botox-Frau, ne? Oh, nee. Aber so richtig so, sie hat so die Brüste machen lassen, ihr den Hintern machen lassen, ihr die Lippen und Gesicht wahrscheinlich auch machen lassen. Und boah, ich hab mich einfach so aufgeregt. Ich konnte überhaupt nicht singen. Und dann ist sie weitergekommen erstmal, ne? Oh yeah, oh yeah. Und die, da war so eine Dicke, ne? Ich dachte schon, oh, die haben eine Dicke weitergelassen, ist ja mal was ganz Neues. Und die hat super geil gesungen, ne? Und dann haben die die später so ausgetauscht. Also die wurde dann rausgeschickt und die Botox-Frau durfte reinkommen. Weißt du? Ist ja wieder ein richtig schöner Austausch. Da sind Treppen. Ja, danke. Ja. Oh, da habe ich mich so aufgeregt. Da finde ich The Voice of Germany besser. Ja. Wobei ich eigentlich gar nichts mehr gucke, sondern Casting-Shows. Aber liegt mir auch nicht so. Ich hatte eigentlich auch nur gestern geguckt, weil wirklich nichts mehr lief. Es war ja irgendwie 1 Uhr nachts. Oh, da habe ich angefangen, Bioshock aufzunehmen. Ja, mir war langweilig. Was, Bioshock? Ja. Oh. Darfst du nicht Bioshock spielen? Warum sagst du das so geschockt? Nee. Was? Ich spiele Bioshock? Bioshock? Ich hab's nicht ganz verstanden. Dieses Spiel! Bioshock ist richtig cool. Ich kann mal nur Bioshock spielen. Nur weil ich eine Frau bin. Oh, sie spielt Bioshock. Ist das, ey, nicht, das ist doch mal gut, ey. Ich hatte es akustisch nicht verstanden. Er hat doch einfach nur was an den Ohren. Mein Headset. Alter, nein. Ich glaube, da ich ja eh die Nacht durchmachen werde, ich muss mal den Hund nochmal raus. Ich muss eigentlich auch noch Bioshock aufnehmen für die Woche. Du hast wenigstens was zum Aufnehmen. Marius und ich wissen überhaupt nicht, was wir als Spezial machen sollten für 50 Abonnenten. Rein gar nichts. Müssen wir uns auch noch was ausdenken. Wir haben fast 200 Folgen Minecraft. Also wenn ihr dann so weit wie Gronkh seid, dann... Problem ist ja, wir werden erstmal nicht so weit wie Gronkh kommen. Also in Minecraft-Folgen werden die das bestimmt schaffen, aber in Sachen Abonnenten. Nein. Weil wir brauchen Werbung. Habt ihr einen Fanfinder schon aktiviert, zufällig? Am Schweigen. Keine Ahnung. Weil Fanfinder, das hat. Also man braucht erstmal einen Kanaltrailer, das ist. Ach so. Das lässt sich relativ einfach machen, weil wenn. Ich habe auch einen Freund, der macht extra Kanaltrailer. Der sucht sich dann halt so ein paar gute Szenen von euren Let's Plays raus und schneidet das gut zusammen mit ein bisschen Hintergrundmusik und dann. Das geht ungefähr so 2 Minuten und da ist ein Kanaltrailer dann da. Ja, aber so im Großen und Ganzen machen wir das ja auch nicht wegen Abonnenten, eigentlich nur Spaß. Ja, das sollte ja auch eigentlich so sein, dass man das aus Spaß macht. Ja. Aber wenn man dann manche halt so sieht, die so abonnentengeil sind und, das mag ich nicht. Ja, und dauernd oder hier den Seitenpost, cooles Video, aber guck auch mal bei mir rein. Genau, das wollen wir ja nicht. Das war ja damals, wir hatten ja schon mal einen Let's Play-Channel mit meiner Schwester und, das erste Kommentar, was überhaupt geschrieben wurde, unter Minecraft Folge 5 oder so. Cooler Channel, guck auch mal bei mir rein. Wie war das? Ich will ja keine Werbung machen, aber. Ne? So war das. Ich habe auch schon an den Kopf gegriffen, habe ich so hingeschrieben: Hallo, wir haben nicht mal einen Abonnenten. Und dann machst du bei uns Werbung? Willst du mich verarschen? Fand ich so witzig. Ah, jetzt hier bei dem Channel, da hat noch niemand irgendwie versucht, Werbung irgendwo drunter zu posten. Aber zu schlecht. Ach, wir sind so underground. Ja. Ja, aber ich meine, Rabbit Panic war doch damals auch total unbekannt. Wie gesagt, wir hatten nicht mal 5 Abonnenten. Und dann kommt da irgendjemand und denkt, hey, ich frag mal, ob ich mach da mal Werbung, ne? Das ist doch total scheiße. Mhm. Was hat das denn für einen Sinn?
Da haben wir uns ja auch dann irgendwie dann drüber unterhalten in der Folge. Aber weißt auf du noch, das war richtig geil, was wir da gelabert haben. Weißt du noch, wo der Papst abgetreten ist? Und wir sagen immer so, hey, was gibt's denn für neue Themen? Der Papst ist abgetreten. Und was gibt's noch für neue Themen? Der Papst ist abgetreten. Und die ganze Zeit nur darüber gesprochen. Und den Zeugen Jehovas. Ja. Aber da war ja der Aufnahmefehler. Da hat Tani ganz viele schöne Geschichten über die Zeugen Jehovas erzählt. Weil die geklingelt haben. Ja. Der Papst dankt ab. Habe ich immer ganz oft gesehen. Da hat er immer einen Dank nach dem anderen geworfen. Ja. Geil mit den Zeugen Jehovas. Wir wollen mit ihnen über Glück reden. Dann sind sie bei mir in der falschen Adresse, ich hab kein Glück. Aber Gott, ich glaube, die Gott ist da. Oh, das passt jetzt aber wieder. Ja. Tani, du wirst immer leiser. Ja. Oh mein Gott. Jemand klaut Tani. Ah. Was? Tani? Tani ist weg. Ja. Die können doch nicht Tani klauen. Wir hören dich nicht mehr, Tani. Muss vielleicht nochmal den Stecker vom Mikrofon irgendwie rein und rausschieben oder so. Oh ja. Ich glaube, sie flucht gerade. Ja. Jetzt? Ja, ganz leise. Alter, Moment. Alter, obwohl lauter als eben, weil eben war sie wirklich immer leiser. Ja, sie ist ja immer leiser geworden. Und jetzt? Jetzt ist gut, ja. Jetzt habe ich das Mikro raus. Was? Dann spiele ich eben halt mit Laptop-Mikro. Oh yeah. In guten alten Zeiten. Und hier oben sind die aber eng, die Ebenen. Ich meine, guck mal. Ja. Du kannst ja gerade nur noch langlaufen. Ja, du hast das so eingezeichnet. Ja, ist auch okay. Wir müssen ja nicht bis ganz oben alles vollbauen. Wenn es nach mir geht. Die nächste Ebene wird verringert. Da kommt ein kleiner Ring rein. Sehr gut. Habe ich gerade ein Skype-Geräusch gehört oder habe ich mir das nur eingebildet? Einbildung ist auch eine Bildung und du bist sehr gebildet. La. Ja. So, also, wo war jetzt erstmal der. Hallo. 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 Wo war jetzt der Fichtenwald? Warte, ich zeig dir gleich. Komm an den Turm, dann sag ich dir, in welche, wo du hinlaufen musst. Ich laufe doch gleich hin. Du musst mit der Bahn nach oben fahren, dann stehst du im Fichtenwald. Hier bei Zeug mit meinen Karten drin, nimm dir eins. Okay. Sei, ich habe irgendwas falsch gebaut. Ach nee, habe ich gar nicht. Ja, ich habe eins. Okay, dann gehen wir da mal rauf und folgen einfach dem Bahnschienen. Aber ohne das Kart einzusetzen. Eigentlich mit Kart. Ah, mein Fuß klebt am Stuhl. Wie wär's mit waschen, ey? waschen. Ja, Ja, nicht. Manchmal wundere ich mich echt. Was? Über dich. Ich bringe mich jetzt um. Warum das denn? Viel Spaß. Weiß ich nicht. Ich stehe hier einfach auf diesen Fitzel. Ach so. Ich habe die Ebene fertig gebaut. Kriege ich jetzt einen Keks? Ich habe leider keine Kekse. Das ist deine Toffees. Genau, sind alle. Das sind Toffees. Das sind nur noch die harten, die mag ich nicht. Oh ja, die harten. Oh, aber wir nehmen nicht auf, oder? Doch. Ah. Alter, wir nehmen schon die ganze Zeit auf. War das nicht, wo der Server dann... Leute. Waren die Erdblöcke jetzt geplant? Nein, gar nicht. Troll. Lolol. Oh. Übrigens, du hast gefragt, was jetzt ist. Eigentlich, ich müsste noch höher bauen. Ah doch, warte, wenn du... Ich bin jetzt gerade unten. Ja, aber wenn du willst, kannst du jetzt nochmal den Eisen... auf die
oberste Reihe einfach nochmal eins nach innen ziehen. Wie, was? Nochmal. Die oberste Reihe nochmal eins nach innen ziehen. Auf dem Penis ist ein Baum gewachsen. Warum? Ich weiß gar nicht, wie ich ihn hingebaut habe. Ich weiß nicht, wie du das meinst. Auf die oberste Reihe noch einen einziehen. Einfach nach innen. Überall Block dran setzen. Ja, dann würde ich das hier gleich machen. Hier, wo jetzt gerade mal keine Bäume stehen. Ich bin jetzt aber gerade unten. Ja. Das ist gut, weil dann kannst du Steine mitbringen. Ja. Also für dich. Ich bringe eh mal Steine mit. Soll ich dir noch Stufen basteln oder so? Ich habe so viele Stufen. Okay. Ja. Ja, ich glaube, ich fange hier an. Aber dann könnte ich dir helfen oder so. Du hilfst mir, indem du gleich Steine nimmst und dann einfach baust. Und denk dran, der Papst dankt ab. Der hat schon ganz lange abgedankt. Also ich soll jetzt hier den Ring noch einen enger machen. Genau, ich zeig dir mal wie. Ja, ich weiß schon wie. Ich weiß, wie man Ring enger macht. Du machst hier so und danach machst du so. Ja, setz hier einfach überall noch einen Block dran. Oder nee, nicht, nicht da. Stopp. Oh. Wo denn? Ach da, den Äußeren, sag das doch. Blöder. Du blöd. Nur ein oder mehrere? Ich bin eingesperrt. Kann ich gleich zwei machen? Jetzt machst du es falsch. Ja, ich frag doch. Pass auf, guck, du nimmst... Ich frag, ob ich zwei machen darf oder nur einen machen darf. Dann mach ich nur einen. Ist immer noch falsch. Hey, boah, was denn? Du hast doch gesagt... Du nimmst diesen verfickten Hurenstein. Ja. Setz diesen verfickten Hurenstein dahin. Ach, da auf dem Boden. Und dann ja, sag das doch. Hierhin. Hä? Sodass außen noch dieser Ring bleibt. So eine zweite Wand. Sag das doch, dass du eine zweite Wand haben willst. Du musst dich auch mal klar und deutlich ausdrücken. Du sollst mal klar und deutlich zuhören, olle Schickse hier. Du hast mir überhaupt nichts erklärt. Ich hab dir gezeigt, aber du hast nicht geguckt. Weißt du, Tobi, und das muss ich jeden Tag ertragen. Das musst du gar nicht jeden Tag ertragen. Lang genug. Du hast mein Holz weggenommen. Nein. Nee, nicht weggenommen, aber. Oh Mann, jetzt komme ich da nicht mehr rüber um den Fehler hier. Jetzt muss ich mich da hin. Das ist okay. Jetzt machst du es richtig, ja. Ja, du hast es mir falsch erklärt. Da ist ein Skelett. Ja. Wenn du Unsichtbarkeitstränke hast, wäre es noch ein bisschen besser. Ja. Dieses. Boah, Schatz, helf mir doch mal. Das ist voll gemein. Boah, Schatz, helf mir doch mal. Ja, ernsthaft. Was ist voll gemein? Ey, das Skelett, das schießt immer hier. Und hier ist ein Zombie mit einer Schaufel. Ja, yeah, natürlich. Boah, ich hasse dich, ne? Ich komme hier nicht mehr hoch. Auf so milder zu lachen. Tut mir leid, jetzt hab ich mal Lachfleisch. Oh Mann, ey. Das ist aber kein langer Lachfleisch. Oh Mann. Ich hatte... Lachfleisch müssen auch gefüttert werden. Sonst ja. Geht's aus, so wie Feuer. Das, das schaffe ich. Ne? Ja, das schaffe ich mit meinem Freund in der Klasse immer super. Du hast leider nicht so eine ansteckende Lache wie Tani. Ist mir egal. Sehe ich aus wie die Pestilenz? Hallo? Ich finde es immer noch so cool wie. Ach, ich bin blöd, warum war ich hier schon wieder auf Erde? Wie Tani mal erzählt hat, dass sie wegen Lachfleisch aus der Klasse geflogen ist. Was? Ich hab Erde. Ja, hab ich jetzt auch wieder dank dem Creeper. Ja, Lehrer mögen das nicht, wenn du die auslachst. Nein. Unser Lehrer spielt sogar mit Counter-Strike. Ich weiß nicht, warum genau, aber ich glaube, es ist einfach Roboter, Tani. Ja, Roboter, wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich lecke gerade auch ganz doll und bin jetzt... Du hast mich eingebuddelt, du Sau. Hey! Was? Lass mich mal wieder rein! Nein, ich lass dich nicht rein. In meinen heiligen Tempel. So, darf ich jetzt weiterbauen? Oh Leute, ich hab Hungerschaden. Ja, gleich.
Reaper, geh weg, geh weg, geh weg! Ah! Ich muss das kurz wieder alles zubauen. Tobi? Ja. Bock auf einen Schnitzel? Oh ja, so. Schnitzel. Das kannst du jetzt unendlich hochbauen übrigens, ne? Oh, unendlich? Danke. Unendlich hoch. Glaube ich dir irgendwie nicht. Ja, ist okay, 25 Blöcke. Okay, 25 Blöcke. Das ist doch mal eine Nummer. Das war gerade der erste Block. Ach so,